Wer kennt es nicht? Skizzenbuch oder Zeichenpapier, auf dem Tisch ausgebreitet, deine Lieblingszeichnungsmaterialien daneben und ready to go. Aber was denn nun zeichnen? Klar, du hattest dir schon was vorgenommen, ein paar Ideen oder Vorlagen parat, aber irgendwie ist es das auch nicht. Und nun? Hier kommt das assoziative Zeichnen ins Spiel, und zwar wortwörtlich ins Spiel. Es geht um das freie und spontane Spiel mit deinen Gedanken und Ideen. Und glaube mir, von denen hast du mehr als genug. Auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht ganz glauben magst. In diesem Video nehme ich dich mit auf eine kleine Reise des nichtlinearen Zeichnens, bei dem der Fokus auf der spontanen Assoziation von Gedanken und visuellen Elementen liegt. Diese Technik wird oft in verschiedenen Kontexten angewendet, einschließlich Problemlösung, Brainstorming, persönlicher Entwicklung und wie hier der künstlerischen Kreation. Der Begriff Pareidolie bezeichnet das Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Wir kennen das, wenn wir auf eine Tapete starren und in der Struktur irgendwelche Gesichter oder Köpfe erkennen. Oder wenn wir Wolken betrachten und Tiere darin sehen. Das assoziative Zeichnen geht in eine ähnliche Richtung und benötigt wenig, um es durchzuführen. Aber macht trotz oder gerade deswegen unglaublich viel Spaß. Wichtig ist, dass der Prozess locker und unbeschwert ist. Ich habe diese kleine Reise in drei Übungsbereiche aufgeteilt, damit du eine bessere Übersicht bekommst. Die Bereiche kannst du später aber natürlich miteinander mischen, erweitern und beliebig abändern. So wie es sich am besten für dich anfühlt und am meisten Spaß macht. Denn beim assoziativen Zeichnen gibt es keine festen Regeln. Man kann immer eine Methodik finden, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Es geht darum, den kreativen Prozess zu genießen und die Verbindung zwischen Gedanken und Bildern in Gang zu bringen und zu erkunden. Also vergessen wir Proportionen, Perspektiven und andere Gestaltungsgrundlagen und fangen einfach an zu spielen. Dazu habe ich hier folgende Materialien mit am Start. Du kannst diese natürlich später erweitern. Das Papier muss nicht allzu wertig sein, es sollten aber optimal lose Blätter sein, damit du die vielen Varianten auch rasch erstellen und dann vielleicht miteinander vergleichen kannst. Dann habe ich hier noch einen 6B-Bleistift, du kannst auch einen Fineliner nehmen oder zum Beispiel einen Kreidestift. Fürs Erste bleiben wir der Einfachheit halber im Schwarz-Weiß-Modus, um hier viele Varianten kreieren zu können und uns effektiv nur auf Form und Umriss zu beschränken. Dann habe ich hier einen Teller mit schwarzer Tusche, die ist natürlich schön deckend und trocknet schnell. Schwarze Acrylfarbe, leicht mit Wasser verdünnt, geht natürlich auch. Verschiedene Pinsel sind mit am Start, vornehmlich solche, die ein bisschen abgewetzt und verbraucht sind und interessante Strukturen kreieren können. Dann habe ich hier zerknülltes Altpapier, geht auch mit Zeitungen, Kartonreste und schwarzes Papier. Fangen wir mit Nummer 1 an, dem freien Formenspiel. Ja, der Prozess selber, ich habe jetzt hier A3-Blätter mit am Start. Diese schneide ich zu auf A5-Format. Das ist viel handlicher als A4 oder A3-Blätter hier zu drehen und wenden. Und ich kann das besser ausbreiten und später dann auch miteinander vergleichen. Du kannst natürlich dann auch A4 nehmen, da musst du es nicht zuschneiden. Es ist einfach hier der Einfachheit halber für mich besser so. Das ist 170-grämiges Zeichenpapier, also relativ stabil, nicht allzu wertig und eignet sich gut für zum Beispiel auch leicht nasse Techniken, nicht allzu nass, also nicht Aquarell, aber jetzt hier eigentlich ideal geeignet für so kurze und spontane sportliche Skizzen und Aquarell-Einsätze. Jetzt hier mit der Tusche. Genau, wichtig ist, dass man verschiedene Materialien nimmt, also nimm ruhig Pinsel, die vielleicht abgewetzt sind, wie vielleicht unüblich sind in diesem Kontext. Du kannst auch ein Nasstuch nehmen, ein Tischtuch nehmen, zerknülltes Altpapier. Wichtig ist, dass hier spannende und ja, individuelle Strukturen entstehen, Muster entstehen, Formen entstehen, die ja, unterschiedlich sein können und die du dann eventuell später auch miteinander kombinieren kannst. Also hier sind dir wirklich keine Grenzen gesetzt. Spiel hier herum mit den Materialien. Hier bist du frei. Das soll keine Form sein. Hier solltest du nichts zeichnen. Die Formen sollten so individuell und so unterschiedlich wie möglich sein. Das ist wichtig. Versuch mal auf dem Papier vielleicht die Formen unterschiedlich zu platzieren. Also nicht immer jetzt wie hier in der Mitte, sondern mal links, mal oben, mal an der Kante oder auf der Seite, damit du auch später beim assoziativen Zeichnen neue Möglichkeiten entdeckst und auch anders gefordert wirst von dem jeweiligen Blatt. Ja, damit das Ganze schneller trocknet, nehme ich jetzt hier den Föhn. Und beim Föhnen ist noch ein Vorteil, du kannst dann wirklich dann die Muster anschauen und schon mal wie vorausspinnen, was da
liegen könnte, was du da zeichnen könntest. Also auch hier kannst du die Zeit so nutzen, dass sie dir entgegenkommt und du dich mit den Formen vertraut machen kannst. So, wenn wir jetzt fertig sind mit dem Vorzeichnen, ich habe jetzt einige Beispiele hier vorbereitet, dann lege ich diese aus und schaue sie mir an. Und ich unterteile diese Beispiele jetzt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe lege ich auf die linke Seite, die andere Gruppe auf die rechte Seite. Die werde ich dann bei Punkt 3 weiterverwenden. Gut, dann nehmen wir die linke Gruppe und schauen uns mal an, was wir hier gemacht haben. Da kann man die Formen wirklich drehen. Du kannst die Blätter nehmen und es gibt kein Oben und Unten, kein Links und Rechts. Du kannst es wirklich frei drehen und schauen, wie spricht diese Form zu dir? Was siehst du darin? Was fällt dir als erstes ein? Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Du kannst mal ausprobieren, erstmal die erste Idee umzusetzen, beim nächsten dann vielleicht ein bisschen zu warten und dich inspirieren zu lassen, vielleicht die zweite oder erst die dritte Idee umzusetzen. Also sei da wirklich frei, niemand schaut dir zu, du kannst machen, zeichnen, was du möchtest. Auf jeden Fall drehe die Blätter und schau, was dir effektiv ins Auge springt und ja, was dir in den Sinn kommt. Dann kannst du hier jetzt mit einem Bleistift ausprobieren oder mit einem Kohlestift oder mit einem Fineliner, wie es dir am besten ist. Ich habe jetzt hier mich für einen Kohlestift entschieden, weil der einen guten Kontrast gibt zu der Tusche, die jetzt leicht, ja, die jetzt gräulich geworden ist, also die ist nicht mehr so schwarz. Da kann ich dann wirklich dann die Kontraststriche setzen und die Figur dann deutlicher herausarbeiten. Okay, kommen wir zu der zweiten Übung, und zwar gerissenes Papier und geschnittenes Papier. Und zwar nehme ich hier schwarzes Papier, auch nicht allzu wertig, so Bastelpapier, das genügt vollkommen. Leim gehört natürlich dazu. Ich bearbeite das Papier auf zwei Arten. Erstens, ich zerreiße es relativ frei, relativ verschiedenartig, wenn möglich. Und ganz wichtig, ich schließe die Augen dabei, damit ich nicht irgendwelche Formen absichtlich dann herausreiße. Ich versuche, die Formen effektiv so vielfältig wie möglich zu reißen und mich dann überraschen zu lassen, was dabei herauskommt. Das ist ganz wichtig. Also hier wirklich die Augen zumachen. Man kann sie aufmachen natürlich, um ein Stück zu finden, um neu anzusetzen, aber dann mach wieder die Augen zu und ja, versuche hier wirklich eine Vielfalt, eine möglichst bunte, schwarz-weiße Vielfalt herauszubringen. Beim zweiten Ansatz nehmen wir dann die Schere. Und auch hier, wenn möglich, mach die Augen zu und schneide das Papier so vielfältig wie möglich. Pass auf deine Finger auf. Aber auch hier, du kannst das Papier drehen und wenden beim Schneiden. Also sei hier wirklich so spielerisch wie möglich. Wenn wir fertig sind, haben wir dann diese zwei Gruppen, das gerissene Papier und das geschnittene Papier. Hier sehen wir schon, das sind ganz andere Formen. Beim gerissenen Papier ist alles sehr viel weicher und softer natürlich. Und beim geschnittenen sind sehr harte Kanten. Und das kann man auch nutzen für unsere Bilder, für den Ausdruck. Genau, jetzt nehme ich aus der gerissenen Ecke, nehme ich mir ein paar Formen heraus, die mir gefallen und mit denen ich etwas anfangen kann, die mir eigentlich interessant vorkommen. Das ist wichtig. Such dir diese Formen aus, die interessant sind. Das genau gleiche bei den geschnittenen Kanten. Jetzt nehmen wir mal ein paar von den gerissenen und ein paar vielleicht von den harten Kanten und kleben diese aufs Papier. Und auch hier kannst du, ja, du kannst sie auch drehen und wenden, wie du möchtest und aufs Blatt Papier so platzieren, wie es am besten für dich passt. Auch hier achte auf eine möglichst vielfältige Platzierung auf dem Blatt, also das kann wirklich am Rand sein, kann in der Mitte sein, oben, unten, wie auch immer. Und dann fangen wir mal an, hier mal zu kleben. Auch hier mache ich ein paar Varianten und ja, man kann sich so viel Zeit lassen, wie man möchte, das ist wichtig. Also du kannst da wirklich da ziemlich lange dranbleiben und dich in die Materie vertiefen und ja, mal schauen, was dich da überhaupt anspricht. Also sind es die gerissenen Kanten oder sind es eher sofort, wie du merkst, dann vielleicht die eckigen Kanten? Ahnst du schon mal nach einer gewissen Zeit, was dich mehr anspricht? Und dann kannst du eventuell dann nur mit diesen Formen arbeiten. Also da bist du wirklich frei. Das ist kein Zwang, dass man da jetzt alle durchmachen muss, überhaupt nicht. Wähl die aus, die dich persönlich ansprechen und mit denen du ja, intuitiv und natürlich arbeiten kannst, die in dir wirklich Ideen und Gedanken auslösen. Ja, und denke daran, wenn dir das Video gefällt und so, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Oder wenn du eine Frage hast, einen Kommentar dazu, gerne in den Kommentaren unten. Ich lese sie alle, ich beantworte sie auch alle. Also vielen Dank dafür. Wenn du noch kein Abo hast, würde mir das und dem Kanal weiterhelfen, weil das hilft dem Kanal zu wachsen und so erreiche ich mehr Menschen, denen das auch gefallen könnte. Und ja, vielen Dank dafür. Okay, jetzt kommen wir zu der dritten Übung und das ist die Kombination. Ich habe jetzt ja im ersten Teil diese Muster auf die Seite gelegt, die nehme ich jetzt wieder hervor. Und das sind Muster, die ziemlich rund sind, ziemlich organisch sind. Und mit dieser verbinde ich dann mit den geschnittenen Kanten. Das habe ich jetzt da im Prozess so festgestellt, weil ich finde, der Kontrast ist ein sehr schöner zwischen diesen runden, weichen Formen auf dem Blatt und diesen harten Kanten auf dem Papier, also mit dem Papier. Es gibt eine gute Kombination.
haben. Und einen schönen Gegensatz. Und ja, das gibt auch interessante Bilder und Ideen, die dann hervorkommen. Und die werde ich jetzt kombinieren. Und ich sehe das schon am Anfang, das kommt wirklich sehr gut. Das passt total gut. Es ist wie eine neue Ebene, die entsteht. Also wenn ich jetzt wirklich in die Zeichnung mit den geschnittenen Formen mische, geht es so in diese Art von Collage. Also es ist fast schon ein Bild an sich. Je mehr ich natürlich dann hinzufüge, umso selbstständiger wird das Bild. Also nicht allzu viel aufs Blatt drauf tun, weil sonst haben wir wirklich eine Collage hier. Du kannst natürlich dann auch farbiges Papier nehmen, also auch, weil wenn du eine Farbe reinnimmst, ist das wirklich wie eine andere Dimension, eine zusätzliche Dimension, die etwas weiteres erzählt, und das möchte ich ja in diesem Beispiel ja nicht. Aber wie gesagt, wenn du jetzt farbiges Papier hast, nimm das ruhig, schau, was passiert. Vielleicht kommst du dann effektiv auf mehr Ideen oder andere Ideen. Und das löst dann etwas bei dir aus, also sei frei, probiere es aus und du wirst dann automatisch sehen, wie viel mehr dann die Zeichnung oder die Kombination dann aussagt und wie du dann mit dem überhaupt dann umgehen möchtest. Aber wenn du assoziativ zeichnen möchtest, dann bleib so einfach wie möglich. Toll wäre natürlich auch, wenn du jetzt ein Magazin hättest, wo du dann die Bilder rausschneiden oder rausreißen könntest oder einzelne Elemente daraus. Wenn du das machst aus einem Magazin heraus, achte darauf, dass es keine gegenständlichen Dinge sind, also keine Gesichter, keine erkennbaren Produkte, sondern am besten Strukturen, Muster. Und wenn du das herausreißt, dann dreh das Magazin auf den Kopf, damit du noch weniger erkennst, damit du dich wirklich nur auf die Mustererkennung fokussieren kannst, damit das wirklich zu einem, nicht zu einem Bild wird, sondern einfach zu einem, ja, einem Muster. Diese Abstraktion hilft dir dann auch, bewusst diese Sachen wahrzunehmen, die dir am besten intuitiv gefallen, und nicht nach Inhalten zu suchen. Das ist noch vielleicht zu erwähnen, also wenn du jetzt ein Magazin benutzt. So, das war jetzt die kleine assoziative Zeichnungsübung. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und ja, ich verfolge das. Ich mache das ab und zu so, um auf Touren zu kommen, auf Gedanken zu kommen. Ganz kurz, ich fange auch Bilder so an, wenn ich male, zeichne. Also ich setze da mit einem großen Pinsel ziemlich flach da eine Struktur drauf, ein bisschen Farbe ganz leicht, damit auch das Blatt ein bisschen eine Struktur bekommt und nicht weiß bleibt, wird ein bisschen hemmungsloser dann die Zeichnung. Das hilft dann auf jeden Fall. Also man kann das wirklich unterschiedlich einsetzen. Vielleicht machst du sogar ein Skizzenbuch, nur aus diesem assoziativen Zeichnen. Wäre vielleicht auch cool. Da hast du dann überall Kleckse drin und Zeichnungen und Collagen und sieht auch noch cool aus zum Durchblättern und das anzuschauen später. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns bald. Mach's gut, auf bald.